Mio. Doch, Instagram ist nein. Hier sind wir. Ah ja. Doch, Instagram ist nein. Perfekt. Ja, ich sehe es. Wir sind auf allen Formaten live. Doch, Instagram ist nein. Ja, Nico passt, wir sind live. Hier sind wir. Ich glaube, es ist 40. Ah ja. Und Dann ihr viel Lieben, Spaß herzlich noch auf willkommen. Instagram ist Ihr nein. seht uns schon auf Instagram, YouTube, Perfekt. Facebook, auf dem Ja, ARD, auf wir sind auf ZDF. Ihr allen seht uns Formaten überall. live. Doch, Bei wem halt das jetzt noch? Bei dir. wo passt hier so live? Wir sind 40. Ah ja. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Ihr seht uns schon auf Instagram, YouTube, Facebook, auf dem Jetzt ARD. ist es Hein weg, oder? Ja, genau. Die Videos müssen Entschuldige, stumm sein. Martin, das war ich. Neue Begrüßung, ihr Lieben. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben die Technik eingerichtet. Wir sind auf Facebook, Instagram, YouTube, überall gleichzeitig. Und schön, dass ihr euch so langsam einklingt. Wir machen noch so ein kleines Warm-up, bevor es losgeht. Wir sind zur vollen Primetime draußen, 20:15 Uhr, wo normalsterbliche Samstagabend. Fernsehen gucken. Ihr guckt Medio Mio, Energie- und Lebensfreude-Kongress mit Martin Auerswald, meinem Interviewgast heute. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo Martin, Grüße. Grüß dich. Geballte Martin Power, Martin Krowicki, mein Name. Ihr kennt mich jetzt schon von den ersten 2 Tagen Energie- und Lebensfreude-Kongress. Und Martin, wir beide haben viel miteinander zu tun. Wir haben ein cooles Projekt mit Schnell, einfach, gesund. Ich denke, auch da sind einige heute von euch mit dabei aus unserer Community und viele, viele andere. Ihr könnt die Zeit nutzen, Fragen zu stellen. Martin, du bist, ich stelle dich einfach mal vor, du bist Biochemiker, Mykotherapeut, Mikronährstofftherapeut, alles Mögliche und immer bereit, auch alle möglichen Fragen zu beantworten. Und ich würde sagen, wir machen das Ganze entspannt. Wir gehen alle möglichen Fragen durch, wie ihr das jetzt vom ersten Live kennt oder auch von anderen Kongressen. Ich moderiere das so ein bisschen und Martin, du kannst Rede und Antwort stehen, ich natürlich auch. Und dann machen wir das Ganze entspannt. Sehr schön. Sehr Sehr schön. cool. Ich habe uns jetzt auch schon mal geteilt, dass die Was wurde Nachwelt nochmal was davon geteilt? hat. Einfach auf meiner Seite. Ah ja, ich auch. Und wir haben einen Untertitel. Wow, muss ich ja Hochdeutsch reden. Ich auch. Zwei gebürtige Sachsen. Wir schaffen das. Schaffen wir. Ute schickt wieder Grüße aus Hessen. Hallo, liebe Ute, schön, dass du da bist. Du warst ja beim letzten Mal, glaube ich, auch schon dabei, bisschen auch in der Energie- und Lebensfreude-Gruppe. Für die, die jetzt einschalten, teilt gerne diesen Livestream mit. Ich kann sagen, aus der Erfahrung in den Streams mit Martin, das wird sich lohnen. Also teilt das ruhig, dass alle anderen RTL ausmachen und den Videomio-Kanal Sorry. jetzt hier mitschauen. Von daher einfach gerne teilen, auch den Energie- und Lebensfreude-Kongress. Wir sind jetzt bei Tag 2. Heute sind spannende Interviews dabei, auch der Martin mit einem Interview zum Thema Serotonin, also unser Glückshormon, wie ihr es steigern könnt. Sehr cooles Interview. Und Konstanze Witzel mit Thema Selbstbewusstsein, Bewusstseinsentwicklung und Jakob Drachenberg mit dem Thema Stress, mal ganz anders betrachtet. Und auch da lohnt es sich immer noch, den Kongress zu teilen, teilzunehmen und hier jetzt die Chance zu nutzen, Fragen zu stellen. Uta ist auch dabei. Sie schreibt, oh, ich komme aus Thüringen. Ach so, das war bestimmt auf unseren, wie gesagt, wir kommen aus Sachsen. Schön, dass du dabei bist, Uta. Okay. Irgendwann werden wir noch mal ein Interview auf Ostdeutsch machen, Martin, aber nicht heute. Wenn wir einen richtig übertriebenen Expertenstatus haben, machen wir das irgendwann noch. Ja, Sehr cool. Martin, wie geht's dir? Wie verbringst du sonst deinen Samstagabend, wenn du nicht in Live-Sessions mit bist? eigentlich auf dem Sofa. Eigentlich bin ich der Kandidat, der abends bei einem kleinen Filmchen oder mit vor allem einer Tasse Tee und viel zu lesen auf dem Sofa den Tag ausklingen lässt. Jetzt heute Samstagabend wäre ich nicht hier, wäre ich auf ein Weinfest gegangen, das die nächste Stadt ist. Auch schön. Also nebenan, das ist Split und da ist so ein sehr, sehr großer römischer Palast und unten im Kellergewölbe ist heute so ein Weinfest. Da wären wir eigentlich hin. Aber so verbringe ich meinen Samstagabend Ja, mit wundervoll. meinem Unsere beiden Frauen sind sauer auf uns, weil wir hier Zeit zusammen verbringen und den Samstagabend crashen. Aber nein, ist mega cool. Ich freue mich. Ich würde mal sagen, wir steigen jetzt auch mal so mit ein paar Fragen ein.
Ihr Lieben, reiht die Fragen dann einfach ein. Wir gucken immer auf allen Formaten, was wir nicht beantworten, schreibt uns einfach dann so nochmal an. Aber wir geben uns Mühe, dass wir da alles so weit durchgehen. Martin, eine hatte ich vorbereitet, da können wir uns auch ein bisschen länger dran aufhalten. Mhm. Warte, ich suche das nochmal raus. Ziemlich spannend. Genau, und zwar hatte Hans geschrieben, auf die Frage hin, ob er Fragen hat zum Q&A. Die schrieben, er ist selbst Sportwissenschaftler, war immer sehr fit und hat seit über einem Jahr arge Erschöpfungszustände und Schwäche. Keine Energie, weder körperlich noch psychisch. Er war bei zig Ärzten und Therapien und alles hat keine Verbesserung bewirkt. Diagnostiziert sind Long-Covid, CFS, also Chronic Fatigue Syndrom, chronisches Müdigkeitssyndrom und Mitochondriopathie. Es ist alles relativ unklar und unterschiedlich, gerade was jetzt Long-Covid angeht. Aber CFS gibt es ja schon lange. Habt ihr da Erfahrungen damit und Tipps, was man tun könnte? Martin, willst du mal einsteigen, wie du jetzt ja, einsteigen würdest, wenn du so jemanden im Coaching hättest? Ja, auf jeden Fall was Umfassendes. Ich habe immer mehr auch Leute mit mitochondrialen Störungen im Coaching und das sind teilweise die langwierigsten, weil man da erstmal lange nach den Ursachen graben muss. Ja. Und das Ding ist, wir haben tausendmal mehr Mitochondrien in unserem Körper als körpereigene Zellen, wissen aber relativ wenig eigentlich über die. Und sowohl bei Chronic Fatigue als auch bei Long Covid wissen wir mittlerweile, dass die Mitochondrien einen Großteil der Aufgaben übernehmen oder einen Großteil der Rolle spielen, warum die Energie dann in den Keller sackt. Wenn ihr jetzt schon eine Mitochondriopathie diagnostiziert hat, empfehle ich immer, weil ich bin kein Arzt, du bist auch kein Arzt, dass sie sich einen guten Mitochondrien-Doktor mit an die Seite nehmen, der auch immer mal nachmessen kann. Das ist die Frage, was an den Mitochondrien genau ist das Problem? Haben sie zu wenig Bausubstanzen? Ist zu viel oxidativer Stress im Spiel? Oxidativen Stress kann man bei ein paar Markern messen, vor allem Nitrotyrosin und asymmetrisches Dimethylarginin und Methylmalondialdehyd. Das sind so drei Marker, die dafür sprechen. Oder es ist einfach nur ein erhöhtes Absterben der Mitochondrien. Das kann man messen an kaputter und intakter Mitochondrien-DNA im Blut. Ja. Also ist die Frage, was fehlt den Mitochondrien und wie kann man dann dagegen ansteuern? Und das, da muss man relativ viele Folgeuntersuchungen anstoßen, weil ansonsten ist es so ein Stochern im Dunkeln. Man kann natürlich 10.000 Nährstoffe und Erdung und Magnetfeldtherapie verschreiben und Infrarotlichttherapie, also gefühlt alles auf einmal, aber es ist viel zielgerichteter, erfahrungsgemäß, wenn man weiß, was den Mitochondrien genau fehlt. Ja. Deswegen gibt es da keine leichte Antwort drauf. Ja, ich denke, das ist auch das Ehrliche. Ne? Er scheint ja eine lange Historie jetzt auch zu haben, was Therapeuten, Ärzte angeht. Ist immer die Empfehlung, auch einen Experten auf dem jeweiligen Gebiet zu suchen, wie du, glaube ich, auch gesagt hattest, jemand, der im Bereich Mitochondrien erfahren ist. Ja. Hier beim Kongress ist das Christian Borghardt, der sehr, sehr bekannt für auch ist und auch eine gute Diagnostik hat. Wir haben auch hier zum Beispiel in Magdeburg, weil es nur eher herkommt, ein sehr, sehr gutes Diagnostiklabor für Mitochondrien-Diagnostik. Aber es reiht sich halt ein sehr komplexes Geschehen ein. Ne? Und du musst halt auch gucken, die anderen Energiesysteme, Darm, Schilddrüse, alles in die Diagnostik mit einzubeziehen. Ne? Ja. Es gibt da noch, also gerade zu Long-Covid und Mitochondrien hatte Florian Schilling ein super gutes Buch geschrieben. Ja. Der hat sich da super drauf spezialisiert. Und ich würde auch jedem empfehlen, mit Long-Covid und Energiemangelsyndrom sich dieses Buch zu holen und selber mal nachzuforschen, welche Symptome sind bei mir der Fall. Und der gibt auch sehr viele weiterführende Quellen an. Ein Ärzteverzeichnis mit Mitochondrien-Spezialisierung in Deutschland. Und das ist unheimlich wertvoll. Gut. In Berlin ist der Bernd Löffler auch sehr gut. Ansonsten der Dr. Bolzius, der ist, glaube ich, in NRW aktiv. Ich meine, wir können ein bisschen mal drüber reden, in welchen Fällen was im Mitochondrien fehlt, was man da machen kann.
Spannend fand ich, dass du auch Bausteine für Mitochondrien angesprochen hast. Ne? Ist ja alles auch alles, was rund um Fettsäuren ist. Ne? Also Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel und Phospholipide, ne? Was alles wichtig ist, gerade für die Mitochondrienmembran. Ja. Ja, und mal Bausteine lassen sich relativ leicht im Blut abklären und dann auch ergänzen. Das wäre vielleicht auch noch die dankbarste Ursache, ne? Gerade so die Zellmembranen brauchen einfach sehr, sehr, sehr viel Ölsäure, Omega-3-Fettsäuren, Phospholipide. Ansonsten also Mitochondrien sind sehr, sehr elektrisch aufgeladen. Würde man ein Mitochondrium auf die menschliche Größe hochrechnen, also wenn ein Mitochondrium so 1 Meter groß wäre, dann hätte die eine Spannung von 400 bis 500.000 Volt. Also das ist Krass. wirklich ein Energiekraftwerk, ne? Und um diese Spannung, diesen Stromfluss aufrechtzuerhalten, braucht das Mitochondrium auch sehr, sehr viel Kalium und Magnesium. Gerade Kalium wird da gerne vergessen. Für die ganzen Stoffwechselwege brauchen die Mitochondrien auch Magnesium, aber B-Vitamine und Alpha-Liponsäure und L-Carnitin. Die kann man auch sehr einfach abklären im Blut. Ja. Ich bin gerade immer noch gedanklich bei 1 Meter großen Mitochondrien, die wir nutzen, um nachhaltig Energie zu produzieren. Ich glaube, das wäre die Lösung für alles, wenn da so viel Ladung drauf ist. Cooles Beispiel. Ja, wahrscheinlich. Erinnert mich aber immer ein bisschen an die Matrix-Filme, wenn du verstehst. Ich habe Matrix nicht gesehen, aber Ja. ein sehr lebendiges Beispiel. Zum Thema Mitochondrien gibt es bald in längerer Zukunft auch mal ein Buch, wo Ausweit mit draufsteht. Und wahrscheinlich Dr. Krowitzki. Kleine Co-Produktion, da freue ich mich schon Da drauf. freue ich Nichts mich auch. früher. Ja, da können wir da vertieft eintauchen. Jetzt, das ist ja, kann man immer nur im Live-Q&A mal anschneiden. Wir werden bestimmt immer noch ein paar Mal auf Mitochondrium auch zurückkommen. Gerade alles, was Erschöpfungssyndrome angeht, ist es eben immer wieder im Fokus dann auch. Ne? Genau, dann zwischendrin mal noch Begrüßungen. Yes, Max hat geschrieben, hallo zusammen. Hey, hallo Uta, hallo. Und oh, Jöngi hat gefragt, was hilft bei Laktose-Fructose-Asthma? Bei Laktose-Fructose-Asthma. Also quasi bei einer ja, allergischen Unverträglichkeitsreaktion auf Laktose und Fructose, oder? Ja, also bei Laktose meiden. Relativ simpel. Alles, was Spuren auch von Laktose enthält, also man kann relativ gesund auch ohne Milchprodukte leben, mache ich größtenteils. Ich esse eigentlich nur noch gut Butter, sehr viel davon. Und ein bisschen Joghurt, aber ich ernähre mich eigentlich weitgehend frei von Milchprodukten. Und das geht auch, vor allem wenn man Laktose ein Problem hat. Ansonsten gibt es auch Laktase-Tabletten, würde ich aber ja davon abraten, weil offensichtlich der Körper was gegen die Milchprodukte hat. Und meistens, wer ein Laktose-Problem hat, hat auch ein Problem mit dem Milchprotein. Und da bin ich ein großer Fan, das dann einfach sein zu lassen, weil ja, Milchprodukte eigentlich nicht für erwachsene Wesen gemacht wurden. Und bei der Fructoseunverträglichkeit würde ich mal eine Darmanalyse machen, weil meistens es an einer Dysbiose im Dickdarm hängt, dass die Fructose nicht aufgenommen wird, sondern auch falsch verkehrt wird im Dickdarm. Das ist meistens dann eine Fäulnisflora mit relativ vielen methanbildenden Bakterien, mit relativ vielen Clostridien, was meistens daran liegt, dass der pH-Wert im Darm zu hoch ist. Und eigentlich sollte gerade der Dickdarm schön sauer sein, damit eben so Krankheitsbildner und Fäulnisbakterien da nicht überleben können. Bei dem Patienten sehe ich dann meistens, dass es eben nicht sauer genug ist und dann können sich Clostridien und Co. leichter ansiedeln. Und der einfachste Weg für einen saureren Magen-Darm, sind mehr Bitterstoffe, weil mehr Bitterstoffe machen mehr Magensäure und insgesamt einfach mehr Ballaststoffe. Also ich empfehle dann so 50 Gramm Ballaststoffe am Tag mal für eine Weile auszuprobieren, für einen Monat. Das merkt man dann erstmal im Stuhl, dass der fester und
schöner geformt ist. Und dann geht es in der Regel auch besser mit solchen Unverträglichkeitsreaktionen wie der Fructose. Und natürlich auch so Fructosebomben wie Zucker und Fruchtsäfte reduzieren und eher Obst und Beeren nehmen, die weniger Fructose enthalten. Zum Beispiel enthält die Sauerkirsche sehr viel Glucose, während die klassische Süßkirsche sehr viel Fructose enthält. Oder so Steinobst wie Pfirsiche und Nektarinen enthalten sehr viel Fructose, wohingegen die Banane relativ wenig enthält. Also ein bisschen schlau machen, wo am meisten drin ist, wo weniger und dann eher auf so fruktoseärmere Sorten zurückgreifen. Ansonsten wirklich mal eine Stuhlanalyse machen und dann darauf reagieren. Das wären so meine Tipps. Ja, auch so ein bisschen mit der Saisonalität gehen bei der Fructose. Im Sommer ist es, denke ich, für den Körper auch ein Stück weit normaler, dass man mehr isst, ne? Ich jetzt an die ganzen Erdbeerreichtum denke, der gerade gegeben ist. Und im Winter ist es ja in unseren Breiten deutlich weniger, bis fast gar nichts, was wir an Fructosequellen haben. Und da auch wirklich einfach mal im Winter, einfach das mal nutzen und mal das nutzen, was der Winter uns hier gibt. Und einfach mal auf das dann verzichten, dem Körper eine natürliche saisonale Pause geben. Ne? Ja. Plus Sport und Bewegung, weil die ganzen Fructose-Stoffwechselwege, also die Aufnahme im Darm und die Verstoffwechselung im Leber, die funktionieren sehr, sehr, sehr viel besser, wenn wir uns viel bewegen. Also wenn wir Sport treiben und dann ein bisschen Obst essen zum Beispiel, dann wird es ganz anders aufgenommen und verstoffwechselt, als wenn ich den ganzen Tag im Bett liege und ein Glas O-Saft trinke. Deswegen am besten ist immer irgendwie an Sport oder Bewegung koppeln, die Obstaufnahme. Das macht Sinn, ja. Wir kommen ja gerade, das ist kein Geheimnis, von den Seychellen und ich weiß nicht, wir haben uns da fast nur von Obst ernährt, weil alles andere an Ernährung so teuer war und das überall wächst. Aber ich habe mich echt gewundert, dass wir gar keine Beschwerden mit irgendwas hatten, irgendwelchen Unverträglichkeitssymptomen, weil es war echt so viel Kilo Papaya. Aber man war halt auch den ganzen Tag aktiv, ne? Man war in der Sonne auch, das ist ein guter Reiz. Immer in Bewegung und das trifft das auch mit dem, was du sagst, ne? Zwar keine Bitterstoffe und Co., aber ein paar Ballaststoffe sind immer mit dabei, wenn man Nüsse isst und Co. Ja, kann man schon einiges machen. Ja. Mir wurde ja gerade eine Frage geschickt intern von der Claudia. Ja. Hast du die gesehen? Ja. Ja, wäre als nächstes gewesen, war bloß gleich eine ganz andere Themengruppe. Claudia fragt, Tipp beim Epstein-Barr-Virus. Ich weiß, da kennst du dich aus. Ja. Alles, was das Immunsystem stärkt eigentlich. Alles, was das Immunsystem stärkt, hilft auch dabei, den Epstein-Barr-Virus wieder in den Zaun zu halten. Der ist relativ gemein und der befällt vor allem die Immunzellen, die Antikörper produzieren sollen, eigentlich gegen ihn, nämlich die B-Lymphozyten. Aber wenn wir insgesamt einfach das Immunsystem bestmöglich stärken, dann kann sich der Körper auch wieder besser gegen EBV wehren. Das ist so ziemlich das Einfachste. Was akut hilft, ist Vitamin C, Zink und Lysin. Was längerfristig hilft, generell für das Immunsystem, sind Heilpilze wie Reishi und Cordyceps sind super effektiv. Wildkräuter und Kräuter wie Artemisia annua, also einjähriger Beifuß, sind sehr, sehr gut gegen EBV. Auch Teufelskralle ist gut. Vitamin A und D, absolute Grundlage fürs Immunsystem. Ja, und ansonsten, es wird beobachtet, dass so wilde Sachen besser sind, also wilde Beeren. Es gibt ja auch immer mal wilde Himbeeren und Blaubeeren in der Tiefkühlabteilung oder wilde Kräuter oder ursprüngliches Obst und Gemüse vom Bauern oder vom Biomarkt. Die enthalten einfach noch sehr viel mehr so Antioxidantien und Bitterstoffe, die EBV nicht mag. Was er allerdings schon mag und sich schneller vermehrt, sind Milchprodukte, Eier und Weizen. Das wären so die einfachsten Sachen. Und ansonsten kalt duschen, gut schlafen, wenig Stress an sich ranlassen, also durch die Stresskompetenz stärken. Nicht auf Anthony Williams hören. Oh, das wird jetzt. Anthony Williams ist so ein Guru, der meint, er ist ein Prophet und hört die Stimme Gottes und hat ein eigenes Buch über EBV geschrieben, wo ich der Meinung bin, er ist ein sehr, sehr schlauer Typ, der weiß, wie man Studien auswertet, aber ich würde ihn nicht so ernst nehmen, wie er sich selber also tut, weil ja, es keine seriöse Quelle darstellt. Die Frage kommt dann immer, aber was ist mit Anthony Williams? Nein.
Kurze Antwort. Wir hören nicht auf Leute, die sagen, sie hören die Stimme Gottes. Das ist keine seriöse Quelle. Leider. Perfekt. Gabriele, warte mal. Petra, ich habe deine Frage gelesen, die machen wir danach. Sehr spannende Frage. Mach erstmal Gabriele, weil sich das auch auf dich bezieht. Martin, du hast gesagt 50 Gramm Ballaststoffe am Tag. Wie komme ich auf 50 Gramm Ballaststoffe am Tag, sagt Gabriele. Relativ schnell. Es wird ja empfohlen, 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen. Und das ist so eine der wenigen Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ich unterschreiben würde. Wenn man die 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag hat, dann hat man auch relativ schnell die 50 Gramm Ballaststoffe, mindestens eben auch die 30. Ich esse jeden Tag 2 Esslöffel Leinsamen. Das habe ich mir angewöhnt, egal wo ich bin. Ich habe immer ein Packen Leinsamen dabei und 2 Esslöffel Leinsamen enthalten schon, ich glaube, 15 Gramm Ballaststoffe. Das ist ziemlich gut, oder Flohsamen gehen auch. Ja. Ansonsten mit den 5 Portionen Obst und Gemüse, wenn man sich mal ein bisschen beschäftigt, frisches Obst, frische Beeren, Pilze, generell grüne Gemüsesorten, auch Haferflocken, Vollkorn oder Sauerteigbrot. Wenn man diese Sachen aufsummiert, über den Tag verteilt und stattdessen weniger Nudeln, weniger Reis, weniger Weißbrot, dann hat man relativ schnell seine 50 Gramm, habe ich gemerkt. Und so als kleiner Hack einfach 2 Esslöffel Leinsamen am Tag. Ich tue die immer früh in mein Müsli oder in Smoothie oder über einen Salat. Spätestens mit den Leinsamen hat man es relativ schnell. Ansonsten gibt es auch Ballaststoff-Nahrungsergänzungsmittel, die sehr gut sind, wo man einfach 1-2 Esslöffel am Tag in ein Glas Wasser und trinkt. Akazienfaser ist so ein Klassiker oder irgendwelche Pilzpulver, resistentes Dextrin. Also reine resistente Stärke ist auch sehr gut. Es gibt auch Flohsamenpulver, das man in Wasser geben und es wird dann so ein bisschen angedickt. Das sättigt auch sehr gut. Wenn man so diese Sachen zusammen addiert und es jeden Tag macht und es ist relativ leicht umzusetzen, dann hat man sehr schnell diese 50 Gramm und dann flutscht es auch viel besser, Martin. Das hast du wundervoll formuliert. Echt gut. Ja. Also, Gabriele, da einfach ruhig mal schauen, auch mal. Ich empfehle mal eine Woche oder so eine Ernährungs-App, so eine Tracking-App zu nutzen. Manchmal ist man da schon erstaunlich nahe dran, aber gerade um die großen abzudecken, Proteine, Ballaststoffe, Fette, da ruhig mal sowas nutzen, ein bisschen tracken. Und dann merkst du, dass du eigentlich da relativ gut dann rankommst. Sehr schön. So, Claudia hatte sich vorhin noch bedankt für die Antwort. Sehr gerne, das freut uns. Jetzt komme ich hier ein bisschen durcheinander. Ach so, dann war noch die Frage auf den Kommentar zu Anthony Williams, Martin. Auf wen hörst du denn dann so? Auf wissenschaftliche Studien höre ich ganz gerne. Ja. Also ich lese sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien. Und wenn ich sehe, dass die halbwegs seriös durchgeführt und ausgewertet wurden, auf sowas höre ich. Ich höre auf wirkliche Experten, die eine gewisse Fachkompetenz mitbringen und sich das Wissen über Jahre, Jahrzehnte angeeignet, angelesen, aber auch durch Praxisarbeit vertieft haben auf gute Ärzte, gute Heilpraktiker oder andere Coaches, die echtes Wissen aufgebaut haben und die nicht sagen, dass ein Engelchen auf ihrer Schulter sitzt, das ihnen alles einsagt. Also so muss man... Das ist so Grundlage Journalismus. Was ist eine seriöse Quelle und was kann ich heranziehen als Quelle? Und jemand, der sagt, dass er die Stimme Gottes hört, ist eben keine seriöse Quelle. Wohingegen eine Fleck oder Simone Koch oder Dr. Schmiedel oder Uwe Gröber, die ihr ganzes Leben nichts anderes machen, als sich Wissen aneignen aus Studien, aus Büchern und eben aus ihrer eigenen Praxis. Auf solche Leute höre ich dann eher. Ja. 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 Ja, gerade Heilung ist auch immer was Energetisches, also von daher ist es nie ganz aus der Luft gegriffen, aber gerade auch die Experten heilen genauso mit einer gewissen Energie, sage ich mal, mit einem gewissen Gefühl für den Patienten, mit einer Intuition und das verbunden mit Wissenschaft, das ist unschlagbar, eine unschlagbare Kombi. Ja. Von daher.
Eda hatte noch zum Mitochondrienarzt in München jemanden empfohlen, Dr. Med. Manuel Balzner, für die, die das interessiert. Burzner. Balzner. Hier im YouTube-Chat. Echt? Ich habe alle Chats offen. Ah ja, ich kenne noch einen Manuel Burzler in München. Dann auch eine schöne, spannende Frage. Erhöhter Laborwert der AGEs. Wie senken, welche Lebensmittel meiden? Weitere Frage, sollen auch Öle gemieden werden? AGEs, kurz mal zusammengefasst, sind Advanced Glycation End Products. Das sind im Prinzip verzuckernde Eiweißbausteine, ne Martin, die Schäden an Nervengewebe, an Zellen im Körper hinterlassen können, an einen RAGE-Rezeptor von Zellen binden und damit eben ja, entzündliche Folgeprozesse haben, oder? Ja, genau. Ja, eigentlich mal eine Frage für dich, finde ich. Wir haben es ja, als wir beim lieben Uwe Gröber waren, ausführlich diskutiert. AGEs sind, um das auch mal zu zitieren, überall bei den Lebensmitteln drin, die Spaß machen. Alles, was irgendwie erhitzt, frittiert, gebacken, gebraten, gegrillt wurde. Die knusprige Kruste ist relativ reich an AGEs, das ist leider so. Und wir sollten ein Stück weit das in Balance halten, wie viel wir davon essen. Weil wir, wie gesagt, allzu viel davon nicht verkraften, dass der Körper dann nicht mehr entsprechend gegenschalten kann. Und was ist das dann also? Gut hart gebackenes Brot ist relativ reich an AGEs, vor allem die Kruste. Wie gesagt, alles, was gebacken, gebraten ist, also wenn wir auch Fleisch zu lang anbraten, je länger wir das anbraten, umso mehr AGEs bilden sich dann. Aber auch bei, selbst wenn wir Gemüse länger schwarz braten, auch dann immer, wenn dann eine bräunliche Färbung kommt, umso mehr könnt ihr auch sicher sein, erhöhen sich die AGEs. Und natürlich jetzt klassisch auch in der Grillsaison relativ intensiv dann das Ganze. Ne? Mhm. Und deswegen die Empfehlung auch immer da einfach schonend braten, schonend zubereiten, auch wenn es schwerfällt. Also ich mag es auch immer, wenn eine richtig schöne fette Kruste am Steak dranhängt. Man kann auch ein paar Sachen immer dagegen machen. Also gerade Kräuter, alle möglichen Arten an Kräuter und Gewürzen, die man mit drauf macht, können helfen, das Ganze zu reduzieren. Also gerade wenn ihr ein Steak anbratet, immer noch mal ein paar Blätter Salbei mit dran, ein paar Blätter Rosmarin mit dran, hilft das einfach natürlich zu senken. Hast du noch weitere Ideen, Martin, wie wir es meiden und reduzieren können, gerade auch die Folgen von AGEs? Ganz vermeiden können wir es ja gar nicht. Ja, ein was gerne übersehen wird, AGEs entstehen ja auch in unserem Körper, wenn wir einen chronisch erhöhten Blutzucker haben. Ah, ja. Und deswegen würde ich auch mal auf einen stabilen Blutzucker achten. Das, ja. Also wer am meisten auf AGEs in der Ernährung achten muss, sind tatsächlich Diabetiker, weil die ja schon den chronisch erhöhten Blutzucker haben und damit an sich schon sehr viele AGEs in ihrem Stoffwechsel haben. Aber auch jeder, der einfach unter chronischen Entzündungen oder chronischen Schmerzen leidet und sich das nicht erklären kann, einfach da mal mit Schonkost probieren und mal im Alltag drauf achten. Manchmal sind es so die Sachen, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, die aber reichhaltig an AGEs sind. Nicht nur knuspriges Brot oder Speck oder Fleisch, sondern auch Sachen wie Chips oder Erdnussflips. Sollte man eh nicht so essen, aber es sind manchmal die Sachen, die man übersieht. Auch Popcorn hat relativ viele AGEs. Ja, solche Sachen. Ah. Ja. Herr Gröber hat gemeint, alles, was Spaß macht. Alles, was Spaß macht. Alles, was Spaß macht. Alles, was knusprig ist und eine schöne Kruste hat. Aber es ist eh ganz interessant. Die Natur oder alles, was knusprig ist, ist ja durch Hitzeeinwirkung entstanden. Ne? Und die Natur hat nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir irgendwann Feuer nutzen, um unser Essen so zuzubereiten. Deswegen in der Natur kommen AGEs nur in unserem Körper vor, wenn wir zu viel Zucker essen. Und das ist ein Entzündungsfaktor. Wenn wir zu viel Zucker essen, steigt unser Blutzucker, dann entstehen AGEs. Und das ist ein Entzündungssignal für unseren Körper. Und der Mensch, so toll wie er ist mit seinem Feuer, muss heute alles knusprig und tot braten und umgeht eigentlich einen Schutzmechanismus, den der Körper ersonnen hat, um uns vor Entzündungen zu schützen. Und wenn man da mal so drüber nachdenkt, es hat halt alles Vor- und Nachteile und deswegen eher schonend zubereiten. Ja. Ja. Ja.
Also ihr müsst nicht alle zum Rohkostler werden, der Körper kann das ein Stück weit ab, er hat Mechanismen dazu. Es gab auch, Uwe Gröber hatte auch Ergänzungen empfohlen, Alpha-Liponsäure und Carnitin, glaube ich, die dann ein Stück weit auch helfen können, das abzupuffern. Und eben Kräuter und Gewürze können wir dann benutzen. Aber es ist interessant, dass in der Tierwelt, also kein wildlebendes Tier wird Probleme wahrscheinlich haben mit AGEs. Außer es ist knusprige Baumrinde, ne Quatsch, da wird nichts drin sein. Ja. So, die Fragen werden jetzt mehr, außer bei Instagram, da sind alle ein bisschen schüchtern. Aber bei Facebook und YouTube haben wir noch immer ein paar Fragen, ich gehe da nochmal rein. Eda hatte erstmal noch geschrieben, sie meinte Manuel Burzler. Serena fragt, ich versuche mich möglichst natürlich zu ernähren, bezeichne mich als Flexitarierin. Also wenig tierisches Eiweiß, auch wenig Milchprodukte. Nun scheine ich gemäß Ernährungs-Apps immer noch zu wenig Eiweiß zu essen. Die Frage ist, muss ich tatsächlich so unnatürliche Shakes nehmen? Nee, müssen tut sie gar nichts. Hm. Also sie kann, wenn ihr die Shakes nicht schmecken oder auch so Sachen wie Eiweißriegel nicht schmecken. Ich bin ein großer Fan von essentiellen Aminosäuren geworden. Da kann sie einfach mal gucken, was ist so die Differenz an ihrem Eiweiß, sagen wir 50 Gramm. 1 Gramm essentielle Aminosäuren entsprechen 4 Gramm vollwertigen Protein. Also wenn ihre Differenz am Tag so 50 Gramm Eiweiß sind, dann könnte sie auch einfach 12 Gramm Aminos am Tag ergänzen. Einfach ein paar Kapseln davon, also die von Wikilabs finde ich zum Beispiel super. Ne? So eine Packung ohne 50 Kapseln habe ich auch fast immer mit dabei und gibt es auch als Pulver, aber die schmecken nicht jedem. Ja, ansonsten schauen, wie kann ich mehr Proteine in meine Ernährung einbauen mit möglichst einfachen Sachen. Gerade wenn sie Flexitarierin ist. Ich finde Hülsenfrüchte knaller, wenn sie gut vorbereitet sind. Mindestens einmal die Woche gibt es bei uns einen Linsen- oder einen Bohneneintopf, die ich mindestens 16 Stunden eingeweicht habe. Mittlerweile kombiniere ich Linsen und Bohnen wegen der biologischen Wertigkeit. Ja, sowas probieren. Ja. Was wären deine Tipps? Also ich hätte auch sofort essentielle Aminosäuren gesagt, weil ich hatte jetzt auch auf der Reise mit. Einfach unglaublich wertvoll. Und das ist dann auch nicht mehr so unnatürlich, weil du hast jetzt Wikilabs angesprochen, deswegen bleibe ich da mal dabei. Die Kapseln haben alle 8 essentiellen Aminosäuren drin, ohne anderen Schnickschnack. Kein Füllstoff, kein Geschmacksstoff. Man sollte die natürlich dann nicht kauen, weil das ist dann nicht so lecker. Aber wenn man die ganz normal wie eine Kapsel nimmt, kann man da ganz einfach Aminosäuren auffüllen. Und dann, wenn sie wenig tierisches Eiweiß ist, das heißt ja nicht, dass es gar keins ist. Mal 1-2 Portionen Fleisch die Woche ist dann durchaus auch noch okay, um das ein Stück weit mit aufzufüllen. Vielleicht auch mal, wenn du magst, ein paar gute Innereien, ein gutes Stück Leber, um alles, was gerade im Tier noch Wertvolles ist, wie Vitamine, Zink, Vitamin A etc. noch mit aufzunehmen. Mhm. Und genau, Hülsenfrüchte, so perfekt gesagt, gut einweichen. Das sind eigentlich so die Haupthebel, die man in der Hand hat, ne? Mhm. Aber Shakes muss, gibt tatsächlich kein Muss. Nein. Nee. Mache ich gar nicht mehr. Also so, seit ich Aminos für mich entdeckt habe, gar keine Shakes mehr. Aber ich finde es immer gut, so ein paar Standardrezepte zu haben, die man immer mal wieder kocht, vielleicht jede Woche. Und wo man weiß, das entspricht genau meinen Ernährungszielen. Und ich komme einfach gerne auf so einen Linsen-Bohnen-Eintopf wieder zurück mit ein paar, vielleicht mit einem Stück Weidefleisch oder so mit drin, das dann mitgeschmort wird oder ein paar Pilze oder Heilpilze mit rein. Und dann, wenn man es mal hochrechnet, so ein Linsen-Eintopf meinetwegen mit einem Stück Weidefleisch, da hat man pro Person schnell mal 60, 70 Gramm Eiweiß und 30 Gramm Ballaststoffe. Hat man sehr, sehr schnell drin, ne? Ich packe immer noch eine Packung passierte Tomaten mit rein, Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch. Wer da halt so Pilzpulver und dann hat man auch ganz schnell seine Eiweiß und Ballaststoffe für den Tag beisammen. Und das finde ich dann toll, wenn man so ein paar Rezepte hat. Ja. Ja, cool. Okay, warte, lass mich mal priorisieren kurz. Sandra fragt, was kann man bei sehr hohem Glutamat im Urin tun? Hilft da eventuell auch der Reishi-Pilz? Boah, Glutamat im Blut erhöht. Im Urin? Den Fall hatte ich noch nie tatsächlich.
Ich würde mal im Blut nachmessen, also ein Aminogramm machen und gucken, ob die Aminosäuren im Gleichgewicht sind. Ich würde gar nicht so viel auf Glutamat im Urin geben, ehrlich gesagt. Ich würde mal schauen, ob die Niere fit ist, weil eigentlich sollte Glutamat nicht ausgeschieden werden über den Urin. Ich würde mal die Niere checken, ob die fit ist. Wenn die Niere fit ist, würde ich mal ein Aminogramm machen im Blut. Das kostet 50, 60 €, also alle 20 Aminosäuren, und dann gucken, wie ist das Gleichgewicht. Und dann mal überlegen, wenn ein Ungleichgewicht herrscht, wie kann ich das vielleicht ausgleichen? Aber ob Reishi da, ich würde das mal das machen. Ja. Hattest du den Fall schon mal? Nee. Vor allem in der Ernährung, wenn du eine natürliche Ernährung hast, ist ja Glutamat nie so mit dominant, ne, sage ich mal. Also es ist nie so reichlich in Lebensmitteln vorhanden. So. So Es auf zu den kann. Asiaten wird es jetzt nicht gehen, dass er voller Glutamat Nee. ist. Aber mal so ein Gedanke, wenn Glutamat auch im Blut erhöht ist und das Glutamin erniedrigt. Glutamat und Glutamin sind ja in einem bestimmten Gleichgewicht. Kann helfen, also es kann ein Zeichen für zu hohe Stickstoffbelastung sein. Das, Glutamat ist ja ein Stickstoff. Ausscheidemöglichkeit kann man relativ easy ausgleichen, indem man Glutamin einnimmt. So 10, 20 Gramm am Tag. So ein Gedanke. Aber das wäre nur der Fall, wenn das Glutamat im Blut auch erhöht und das Glutamin erniedrigt ist. Das wäre eine relativ einfache Fix, aber würde das Problem wahrscheinlich nicht lösen, sondern nur das Symptom kaschieren. Ja. Ja, also nochmal am Blut nachmessen, liebe Sandra. Und ansonsten ist Reishi immer gut. Reishi geht immer. Reishi Das geht stimmt. immer. Ja. Reishi geht immer. Ich glaube, es ist auch einfach so der Quoten Reishi. Immer, wenn ich ein Interview mit dir führe, muss das Wort Reishi fallen. Magnesium, Vitamin D und Reishi. Muss Ja, kommen. es ist Und ja wie Omega-3. dieses Martin-Ausweich-Bingo. Ja, genau. Oh, irgendwann bereite ich das mal vor mit der Community. Und Wäre lustig. Sandra Ja. hatte noch eine zweite Frage. Was hältst du von Vitamin E? Wie viel kann man täglich einnehmen oder ist es gefährlich, ohne Blutwerte zu haben? Vitamin E kann man eigentlich relativ einfach einnehmen, ohne vorher im Blut gemessen zu haben. Es ist schwer überzudosieren. Was am besten ist, es gibt 8 Formen von Vitamin E in der Natur, 4 Tocopherole und 4 Tocotrienole. Und am besten ist natürlich eine Mischung aus allen 8, weil die meisten Nahrungsergänzungen haben nur Alpha-Tocopherol, weil es relativ günstig synthetisch hergestellt werden kann. Aber ein optimales Vitamin E ergänzendes Produkt enthält alle 8 Formen oder zumindest alle 4 Tocopherole oder alle 4 Tocotrienole. Und das ist so, wenn aus Weizenkeimöl hergestellt wird oder aus einem Nussöl, gibt es da so Extrakte, dann enthalten die diese ganzen Formen. Aber ein reines Alpha-Tocopherol empfehle ich eigentlich nur bei metabolischen Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck. Da hat es, oder auch bei Arthrose, bei diesen 3 Indikationen kann man das gut empfehlen und da ist es auch in Studien relativ gut erforscht. Ja. So auf gut Glück nehmen und wenn es nur ein Alpha-Tocopherol ist, die meistens auch sehr hoch dosiert sind, würde ich echt nur machen, wenn so eine Indikation im Raum steht. Ansonsten würde ich mich mehr auf, wenn es ein fettlösliches Antioxidant sein soll, würde ich mich eher auf Kurkumin, auf Reishi, auf Astaxanthin einlassen. Gerade Astaxanthin hat eine ähnliche Wirkung wie Vitamin E, nur ein bisschen stärker. Schützt die Zellmembran von innen und von außen. Eigentlich das, was Vitamin E machen soll. Eher würde ich Astaxanthin einnehmen als ein reines Alpha-Tocopherol, wenn ich es nicht unbedingt bräuchte. Wenn sie ein ausgewogenes Vitamin E-Produkt hat, dann kann man machen. Schadet nicht. Ja, mal drauf gucken, was für Vitamin E-Verbindungen drin sind. Immer auch die anderen Supplements mit angucken, ne? Bei mir ist zum Beispiel, ich glaube, im Fischöl ist Vitamin E mit drin, weil es ja eben auch schützt vor Oxidation bei manchen Produkten. Im Multi ist es bei mir mit drin. Und Olivenöl nehme ich auch immer reichlich. Das ist ja auch sehr vitamin-E-reich Nüsse. Ja.
Da sammelt sich schon ganz viel an. Ne? Ich weiß natürlich nicht, wie in der Natur da jetzt die Verbindungen da verteilt sind, ob der Olivenöl jetzt alle 8 natürlicherweise enthält. Das weiß ich leider nicht. So, ihr Lieben, die Fragen nehmen zu. Sehr cool. Es lohnt sich immer noch, den Livestream hier zu teilen mit Leuten, wo ihr denkt, die könnt das jetzt interessieren. Es lohnt sich immer noch beim Kongress, beim Energie- und Lebensfreude-Kongress teilzunehmen. Bis morgen 10 Uhr könnt ihr auch noch das Interview mit Martin sehen zum Thema Serotonin. Sehr cool auch das Interview, alle anderen Interviews. Und dann gibt es ab 10 Uhr morgen wieder weitere 3 Interviews, fast jeden Tag 3 Interviews. Da könnt ihr jederzeit reinschauen, den Kongress auch immer noch teilen. Bisschen Energie und Lebensfreude in der Republik verstreuen. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr das einfach noch mit unterstützt, mit teilt. Nicht schaden nach 2 Jahren Corona. Ne? Richtig. Das gute Virus ist jetzt dran, die Energie und Lebensfreude. Soll ich mich kürzer fassen, wenn die Fragen mehr werden? Passt, das können wir noch handeln. Okay. Wir bauen mal eine Instagram-Frage ein von Kirsten. Eine schöne Frage, wie sieht es mit Kefir aus? Unterstützt der Pilz den Darm? Ja. Kefir ist eine, also sowohl Wasser als auch Milchkefir ist eine super Quelle für Probiotika eigentlich, weil zum Beispiel Naturjoghurt enthält nur Milchsäurebakterien. Kefir allerdings enthält Milchsäurebakterien, Essigsäurebakterien und verschiedene Hefestämme, also eine komplexere Mischung und also super auf jeden Fall, unterstützt den Darm, ja. Ja. Enthält auch wahnsinnig viele B-Vitamine, weil gerade die Hefen sehr, sehr fleißig sind, was B-Vitamine angeht. Ja, also ich bin großer Fan von Kefir. Ja, voll. Ich habe ihn lange selber gezüchtet, aber irgendwann ging mir das immer zu flott, alle 24 Stunden neu machen das Ganze. Da ist Kombucha so mit 10 Tagen ein bisschen entspannter, dann setzt man einfach einen riesen Pot an. Aber gerade alles, was an Fermenten ist, mega Sache, da ruhig mit einbauen in die Ernährung. Ja, schöne Sache. So, warte, ich bleib mit den Fragen dran, dass wir aufholen. Andrea Battermann hat gefragt, was hilft zur besseren Fettverdauung? Gute Frage, die hatte ich schon länger nicht mehr. Bitterstoffe, oder? Bitterstoffe. Bitterstoffe regen die Gallenproduktion an und Galle ist genau das, was die Fettaufnahme im Dünndarm bewerkstelligt. Also Bitterstoffe, Cholin ist auch ganz gut, um die Sachen besser aufzunehmen, Lecithin. Aber ich würde sagen, Bitterstoffe sind da für die meisten eigentlich der größte Hebel. Ein Bittertropfenpräparat oder sowas wie Kurkuma-Extrakt oder Reishi. Ich höre meine ganze Familie jetzt rufen, Schnaps, Schnaps, Schnaps. Also ein guter Kräuterschnaps. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Da sind ja, glaube ich, auch Bitterstoffe drin, wenn er gut gemacht ist mit guten, echten Kräutern. Ja, es gibt die Schwedenkräuter oder die Heidelberger Siebenkräuter gibt es mittlerweile auch in der Glycerinlösung. Es ist wie ein Schnaps, nur ohne Alkohol oder als Pulver. Ja. Es gibt auch mittlerweile komplexe Bitterstoffpräparate, die so Enzian, Wermut, Brennnessel, Löwenzahn, aber auch Lipasen enthalten, also Enzyme, die die Fettverdauung fördern. Aber da bin ich der Meinung, Hauptsache irgendwas, was bitter ist. Ja. Da muss jeder selber rausfinden, was gut wirkt und was auch schmeckt. Ja. Ja. Gut, ich hoffe, das hilft dir, Andrea. Petra fragt, sollten Innereien, Fleisch und Hülsenfrüchte bei Arthrose in Klammern aufgrund von früherem Sportunfall gemieden werden? Kann, muss aber nicht. Also Hülsenfrüchte würde ich nur konsumieren. Also ja, die Gelenke sind dann anfälliger für die Lektine in den Hülsenfrüchten, aber auch für die Entzündungsfaktoren im Fleisch. Bei Fleisch würde ich sagen, wenn es Weidehaltung ist, enthält es viel, viel, viel weniger Entzündungsfaktoren als Massen. Also das Problem ist die Massentierhaltung, nicht das Fleisch selber. Und bei Hülsenfrüchten würde ich es wirklich nur essen, wenn ich es selber eingeweicht und abgekocht habe. Also keine Dosenbohnen oder nichts, was aus der Dose kommt oder nichts, was ich nicht selber zubereitet habe. Aber wenn ich es zumindest
16 Stunden bis 24 Stunden eingeweicht habe, die Hülsenfrüchte und dann mindestens 2 Stunden abkoche, dann sind noch die Lektine und so andere Stoffe, die die Gelenke schädigen können, abgebaut. Und das ist eigentlich so die Magie. Okay. Also mehr auf die Qualität und Zubereitung achten. Mhm. Perfekt. Dann habe ich Tanjas Frage vorhin überlesen, wahrscheinlich, weil ich auch nicht beantworten könnte. Was kann ich beim Sjögren-Syndrom machen, um die Schleimhäute und nicht gut funktionierenden Drüsen zu unterstützen? Also ich kenne das Syndrom nicht, ich weiß nicht, ob du es könntest, aber wir können ja über Schleimhäute sprechen. Ist eine Autoimmunerkrankung, das okay. Sjögren-Syndrom. Gehört, glaube ich, indirekt zum rheumatischen Formenkreis. Mhm. Also bei Autoimmun immer Vitamin D, Omega 3 und Reishi. Aber die wirken wirklich wahnsinnig gut. Paleo-Autoimmunprotokoll als Ernährungsform, weil es alles weglässt, was das Immunsystem reizt und alles reinpackt, was das Immunsystem mag. Ich würde mal checken, ob ich ein Leaky Gut habe, weil in 80% der Fälle bei rheumatischen Erkrankungen auch ein Leaky Gut vorliegt. Und was konkret die Schleimhäute stärkt, sind eine ausreichende Nährstoffversorgung, Omega-3, Vitamin A, D vor allem und Zink. Und ja. Was die Schleimhäute feuchter macht, ist vor allem Löwenmähne. Das ist ein Heilpilz, der die Mukusproduktion anregt, überall im Körper. Und damit auch die Schleimhäute weniger anfällig macht. Ja. Das wären so meine besten Tipps. Was fällt dir ein? Ich war ein bisschen bei den anderen Streams gerade. Hoffe, du hast Vitamin A gesagt. Ja. Okay. Natürlich. Okay. Nein, ansonsten gehe ich da voll mit dir mit. Warte, ich habe währenddessen den YouTube-Gästen versprochen, dass wir darauf eingehen. Es war jetzt zweimal die Frage, was kann man machen, wenn man ALS hat? Bei ALS würde ich mal eine Schwermetallbelastung ausschließen. Sehr, sehr häufig liegt eine Belastung mit Blei und Quecksilber vor. Also wirklich mal eine umfassende Schwermetallanalyse machen und wenn ja, ausleiten. Und ich würde auch mal einen Borreliose-Test machen. Weil eine Neuroborreliose, also eine Borreliose, die aufs Nervensystem schlägt, sich auch in ALS oder ALS-ähnlichen Symptomen ausschlagen kann. Das wären so meine 2 besten Tipps. Ansonsten alle, vor allem die Nährstoffe abdecken, die das Nervensystem braucht zum Regenerieren. B-Vitamine, A, D, Omega-3, Magnesium vor allem. Ja. Mit dir auch gerade Schwermetall und Borrelien sind da ganz häufig. Sollten mitgeklärt werden. Ja, ja. Ich denke, alles, was da irgendwie zu Schüben führen kann oder das Ganze noch weiter verstärkt. Ne? Ja. Das ist nun mal sehr intensiv und dann alles Mögliche, was den Organismus irgendwie noch zusätzlich beschäftigt, dann wirklich reduzieren. Top-Tipps, da hätte ich gar nicht jetzt zuerst dran gedacht. Ja, das ist mal eine Frage, die kam, die muss ich jetzt mal priorisieren, weil das kam bei Timo auch schon, weil das gerade ziemlich gehypt wird, das Root, R-O-O-T. Martin, ja. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon bekannt ist, ob du es mal gecheckt hast. Ich leider nicht, ich nehme es nur überall jetzt wahr. Vielleicht, weiß nicht, wenn du kannst, sag mal ein paar Worte dazu, was es ist. Gerne. Roots ist ein flüssiges Zeolithprodukt. Also Zeolith gibt es eigentlich als Pulver. In dem Fall ist es ein flüssiges Zeolithprodukt, das sich über Network Marketing oder Multilevel Marketing vermarktet. Und ich habe mit Network Marketing kein Problem. Ich bin da selber auch aktiv, bin aber der Meinung, dass man das nur mit Produkten machen sollte, die wirklich gut sind und die auch wirklich sinnvoll sind. Und das Roots finde ich nicht sinnvoll. Ich finde, das ist ein ziemlich unsinniges Produkt. Es ist eigentlich, ich habe mir die mal genau angeguckt, auch wo das hergestellt wird, wie das hergestellt wird, wie das vermarktet wird. Es ist ein stinknormales Zeolithprodukt. Ganz normales Zeolithprodukt, das flüssig verkauft wird und 100-mal teurer ist als ein festes, ganz normales Zeolithprodukt. Ich habe mich da auch schon mal mit einem Unkas Gemmiker drüber unterhalten. Der hat letzten Monat ein eigenes Zeolithprodukt rausgebracht. Es ist genau dasselbe wie bei Slate, nur 100-mal günstiger
und eben nicht, also es wird halt gerade so gehypt, ich habe mir auch mal deren Vermarktung angeguckt, es geht alles nur auf Hype, es geht auf Emotionen und auf krasse Success-Stories, die aber mit normalem Zeolith genauso. Also es ist wirklich auch die Partikelgröße und die Oberfläche und die Verarbeitung ist das ganz normales Zeolith, wirklich. Meine Meinung so dazu. Schön, gut mal zu hören. Das nimmt mir gleich Recherchearbeit ab. Ich kam einfach dazu, auch mal zu gucken. Ja, spannend, wie schnell immer sowas auftaucht, aber auch wieder verschwindet. Es ist mit so einem krassen Marketing immer echt verrückt noch. Ja. Ja. Pass auf, wir bleiben an den Fragen gleich dran, dass wir sie nicht wieder verlieren. Claudia, du hast gefragt, wie man am besten ein Leaky Gut behandelt. Da würde ich jetzt mal ganz smart auf das Interview morgen mit Timo Osterhaus verweisen. Da geht es fast eine Stunde um den Darm, Darmgesundheit, Darmerkrankungen, wie man Leaky Gut behandelt. Ja, da würde ich einfach mal ganz smart darauf verweisen. Oder Martin, hast du eine kurze Antwort? Paleo-Autoimmunprotokoll als Ernährungsgrundlage. Alles weglassen, was Entzündungen fördert, Zucker, Gluten, Alkohol, Transfette. Und dann Sachen, die den Darm wieder flicken. Glutamin, Zink, Vitamin A, D, Omega-3, Ballaststoffe, Reishi, Löwenmähne, viel Glutamin, Aktivkohle. Und ich denke, das sind fast alle Sachen, die der Timo morgen auch sagen wird. Ja, war einiges damit dabei, perfekt. Aber wir lassen den Spannungsbogen zum Interview, schaut da nochmal rein. Da gibt es wirklich auch tatsächlich viele Ansatzpunkte, die man dann hat. Der Darm ist aber auch komplex. Sandra fragt nochmal, habt ihr einen Link, wo man das günstiger bekommt? Also ich nicht, du hast jetzt gerade Uncas erwähnt, der da auch ein Produkt hat. Ja. Schaut euch da einfach um und guckt mal. Genau. Ja. Sandra ist sehr aktiv. Sehr cool, danke dafür. Ihr lieben YouTube-Gäste, ich bin bei euch. HB fragt, ich habe Durchschlafstörungen, kann gut einschlafen, bin aber nach 3 bis 4 Stunden wieder wach und kann dann sehr oft nicht wieder einschlafen. Was würdet ihr empfehlen? Du einen Tipp? Was mir zuerst immer einfällt, weil ich die Erfahrung damit hatte, war tatsächlich mal zu gucken, dass du den Blutzuckerspiegel über Nacht überwachst, weil das war tatsächlich bei einigen, ich hatte es auch schon in ein paar Interviews gesagt, so ein Aha-Moment. Mhm. Wenn man mit einem Sensor, seht ihr auch im Interview mit Dr. Marie Brüßmann, da sprechen wir über Glukosesensoren und wie auch bei einigen, bei ihren Beispielen auch nachts oft so ein Tief ist im Blutzucker. Und wenn ihr ein Tief im Blutzucker habt, dann schießt Cortisol nach oben, dann werdet ihr wach. Und wenn der Cortisol-Hormonstoffwechsel da einmal angeschmissen ist, kann das sein, dass man Probleme hat, wieder einzuschlafen, weil es einmal unsere Stressachse dann auch ist. Da mal schauen, dass du einfach nochmal vorm Schlafen gehen, nochmal einen kleinen Snack. Bei mir ist es Nussbutter. Bei anderen, ich glaube, wie bei Martin ist nochmal ein Tee mit Honig, mit Apfelessig, alles, was den Blutzucker stabilisiert. Ja, und Marie hat da auch empfohlen, wo ich diejenigen, die so am Tag relativ aktiv sind, auch viel Sport machen, da kann auch wirklich eine Mahlzeit am Abend, auch wenn man sagt, vorher nichts mehr essen, ruhig nochmal helfen, um einfach gut über die Nacht zu kommen und ja, da einen stabilen Blutzucker zu haben. Also jetzt aber eine Idee rein auf den Blutzucker bezogen. Ne? Eine kleine Mahlzeit zumindest, also keine Haxe mehr. Ja. Das musst du abends essen, eine Haxe, na klar. wenn der Blutzucker ausgeschlossen werden kann, ist CBD-Öl was sehr einfaches ist, wo man durchschläft, was den Tiefschlaf extrem fördert. Ja. Ja, CBD ist immer ein guter Tipp, da damit zu probieren. Klappt bei wirklich vielen. Ja. Ansonsten mal auch da morgen, ja, ist das morgen mit Patrick Meinhardt. Sehr geiles Interview zum Thema Neurotransmitter. Sprechen wir auch über einen Neurotransmitter namens GABA, der auch unser Ruhesystem mit anschließt. Wenn du gut einschläfst, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, aber trotzdem auch mal beim Neurotransmitter-Interview reingucken, gibt es auch einen Neurotransmitter-Test dazu, da könnt ihr das mal nachmessen per Fragebogen, auch super viel, um nochmal Werbung zu machen für den Energie- und Lebensfreude-Kongress. Julia fragt, wie würdet ihr Therapie anfangen und durchführen, wenn man Leaky Gut, HPU, Histamintoleranz und Schilddrüsenproblem hat? Nochmal?
Wie würdet ihr eine Therapie anfangen und durchführen, wenn man Leaky Gut, HPU, Histaminintoleranz und Schilddrüsenprobleme hat? Da würde ich mit dem Leaky Gut beginnen. Ja, das ist so einer der Grund. Erst ein Leaky Gut, dann wird das Histamin auch besser. Und ganz am Ende, und dann HPU, es bezieht sich mehr auf die Leber. Und wenn Darm und Leber und Immunsystem ein bisschen fitter sind, am Ende die Schilddrüse. In der Reihenfolge würde ich vorgehen. Ja. Aber erst den Darm. Ja. Ja, so ein bisschen wie so eine Prüfungsfrage. Aber ja, frei nach Hippokrates, alles hat seinen Ursprung im Darm, da anzufangen. Guter Ansatz. Interview morgen. Timo Osterhaus. Lydia hat nochmal zu CBD gefragt, welches CBD-Öl empfehlt ihr? Würde ich sagen, wir hatten es vorhin angesprochen bei den Aminosäuren. Also ihr könnt beruhigt das CBD-Öl von Victi Labs nehmen, ne? Ja. Martin, das empfehlen wir auch bei Schnell einfach gesund häufiger. Genau. Das von Victi Labs und Hemp Amet sind die zwei besten, die es in Deutschland gibt, in meinen Augen. Deswegen, ja. Gibt es, glaube ich, auch im Rahmen des Kongresses einen Gutscheincode mit Victi Labs, mit dem CBD. Ja. Genau. Ja, schaut da mal rein im Kongress. Victi Labs ist Partner. Da ist, glaube ich, ein 15% Rabattcode auch mit drin. Findet ihr im Kongressbereich wie andere coole Rabattcodes und Bonuspakete. Habe ich schon gesagt, dass der Energie- und Lebensfreude-Kongress cool ist und dass ihr euch anmelden sollt? Nein. Sehr schön. Energy! Petra fragt, hab gelesen, dass Milchprodukte gegebenenfalls das Krebswachstum / Brustkrebs fördern können. Stimmt das? Und sollten Milchprodukte deswegen gemieden werden? Jein. Also Milchprodukte erhöhen einen Wachstumsfaktor namens IGF-1 oder IGF-1 und erhöhen auch das Insulin, aber erhöhen dadurch nicht automatisch das Krebsrisiko. Das sind zwei verschiedene Sachen. Es gibt eine Überschneidung, aber es gibt keine direkte, also keine starke Verbindung, die darauf schließen lässt, dass viele Milchprodukte auch die Krebsentstehung fördern. Wenn man viele Milchprodukte isst und das IGF-1 steigt und man hat schon einen Tumor, dann kann sein, dass der Tumor dadurch beschleunigt wächst, aber sie fördern nicht das Entstehen von Krebs. Das, was die Krebsentstehung fördert, also Mutationen und Zellen und Mikrotumore, die sich dann eigene Blutgefäße rekrutieren, das ist unser Lifestyle. Und ob Milchprodukte jetzt Teil einer gesunden oder ungesunden Ernährung sind, es hat erstmal weniger mit den Milchprodukten zu tun, als was ich sonst so mache. Ob ich rauche, ob ich Sport treibe, mich gesund ernähre, gut mit Nährstoffen versorgt bin. Und die Milchprodukte, klar, fermentiert besser als nicht fermentiert und Bio ist besser als Massentierhaltung, aber ja. Danke, Martin. Warte mal, pass mal auf. Die lieben Leute auf Instagram stehen jetzt zufrieden, fragen, ihr macht das super. Da gehen wir gleich drauf ein. Eine Frage noch zu CBD. Susanne fragt, sie findet den Geschmack echt grauenvoll und ihr wird regelrecht schlecht davon. Kann passieren. Gibt es CBD-Kapseln, Martin? Also bei Victi Labs gibt es nur das Standard-Ding. Sie kann es versuchen, mit Kräutertee zu trinken oder einfach gleich mit Wasser hinter zu spülen. Ja. Ansonsten hat Hempamed CBD-Kapseln, hat CBD als Mundspray mit Minzaroma und die haben auch ein CBD, das diese Bitternote raus hat, diesen Stoff namens CBDA. Das wäre vielleicht eine Alternative. Aber ansonsten mit dem Victilabs CBD einfach mal probieren mit Wasser, mit Kräutertee. So probieren, es quasi zu maskieren. Ja. Ich meine, es wird zwar, über die Schleimhaut im Mund gut aufgenommen, wenn man es noch ein Stück drin behält, aber trotzdem, auch wenn du es mit einem Schluck Wasser hintertrinkst, sollte es trotzdem gehen. Ausprobieren. Ja. Perfekt. So, ihr lieben Instagrammer, wir kommen zu euch. Claudia fragt, womit kann ich Schwermetalle ausleiten? Mit einem guten Arzt, am besten, der sich damit auskennt. Also wenn ich eine hohe Belastung habe, würde ich das zusammen mit einem Arzt machen, der sich damit auskennt. Vor allem, bevor ich Schwermetalle ausleite, würde ich erstmal Darm und Leber checken, damit die fit sind.
damit es nicht wieder aufgenommen wird, was man ausscheiden will. Ansonsten, was hilft bei der Ausleitung? Alles, was gesund ist, alles, was bitter ist, alles, was Antioxidantien enthält, enthält in der Regel auch Sachen, die Schwermetalle lösen und ausleiten können. Reishi, Eichhase und Maitake sind drei Heilpilze, die sehr gut Schwermetalle ausleiten können. Chlorella, Knoblauch, Bärlauch, Ingwer, Alpha-Liponsäure. Aber wir haben da auch ein Webinar mal drüber gemacht, über Schwermetalle und wie man die ausleiten kann. Auch Vitamin A und Vitamin C helfen dabei, Schwermetalle auszuleiten. So eine sanfte Entgiftung. Aber das lässt sich jetzt leider nicht in eine kurze Antwort verpacken. Ich würde empfehlen, mich entweder da an einen guten Arzt zu wenden oder bei Schnellfach gesund. Wenn man sich in den Newsletter einträgt, wird man für alle unsere Videokurse freigeschaltet. Die sind kostenlos und da haben wir auch ein Schwermetall-Webinar, wo ich mal sehr ausführlich über Schwermetalle reden konnte und wie man das stückweise angeht. Weil man muss es in der richtigen Reihenfolge machen und man sollte vorher wirklich abklären, ob Darm und Leber fit sind. Weil sonst löst man irgendwo Schwermetalle im Körper, kann sie nicht ausscheiden und dann werden sie woanders deponiert, zum Beispiel im Nervensystem. Und dann kann man die Sache nur noch verschlimmern. Deswegen die Empfehlung, tragt euch gerne bei uns ein, schaut euch das Webinar an oder arbeitet da mit einem guten Arzt oder Heilpraktiker zusammen, der sich damit auskennt, der vielleicht auch eine Chelat-Therapie anleiten kann. Ja. Ich denke, das ist die professionellste Antwort, die man geben kann, auch hier in so einem Live-Q&A. Es sind hier oft viele komplexe Probleme, die wir jetzt angesprochen haben. Das haben wir auch bei Timo schon gesagt. Wir können eine Richtung vorgeben, Ideen vorgeben, ein Buffet an Tipps und Erfahrungen, die ihr machen könnt. Aber bitte ansonsten, wenn das schon relativ intensiv ist, je nachdem, was da auch ist, dann wirklich an Experten wenden. Ihr müsst auch nicht immer den erstbesten Arzt nehmen, nur der Arzt an der Plakette stehen hat. Vorne ruhig immer den Experten auf dem Gebiet suchen. Das ist eure Verantwortung, unsere Verantwortung als Patient, da die Besten zu finden. Und das klappt auf jeden Fall. Und gerade im Netzwerk hier von MeDoMio und so, ihr findet einen Haufen Kongresse zu bestimmten Themen, die ihr auch immer angucken könnt, die jederzeit ihr euch freischalten könnt. Und dort sind immer ja, mit die besten Experten, ne? Also, sofern sie digital internetfähig sind, die da auch mit vertreten sind, da findet ihr immer was zu eurem Gebiet. Tanja, kurze Frage hier noch, die beantworten wir gleich. Wo findet man die besten Vitalpilze zum Kaufen, Martin? Die besten finde ich Martivas da Terra, eine spanische Firma. Da würde ich empfehlen, schaut mal bei Schnell einfach gesund in unseren Empfehlungsbereich. Und da haben wir auch verschiedene Vitalpilzprodukte von Hifas Terra mit einem Rabattcode. Und ja. Genau, würde ich mich daran wenden. Auf jeden Fall. Kurze Antwort. Dann geht's hier weiter. Robin hat gefragt, was sind die wichtigsten Don'ts, also was man nicht sollte, machen sollte, der Supplementkombinationen. Also der Kombination von Nahrungsergänzungsmitteln, um das mal für alle greifbar zu machen. Meine Meinung ist, wenn man es zusammen mit Mahlzeiten aufnimmt, ist es nicht so wichtig. Es wird da voll die Wissenschaft, das ist meine Meinung, ja. Andere werden wieder widersprechen, aber das ist mal so als Biochemiker meine Meinung. In der Natur kommen Nährstoffe immer in Kombination vor, immer. Aber es sind halt in der biologischen Matrix mit Proteinen, mit Ballaststoffen und so gespeichert. Und klar, wenn ich jetzt isoliert Zink und Magnesium aufnehme, früh nach dem Aufwachen, ne, dann können die sich gegenseitig behindern im Dünndarm bei der Aufnahme. Aber wenn ich Zink und Magnesium in einer Mahlzeit, also die Nährstoffe mit einer Mahlzeit aufnehme oder eine Mahlzeit habe, wo viel Zink und Magnesium vorkommt, zum Beispiel ein Stück Rinderleber und ein Stück Brokkoli dazu, ne, dann werden die sich eben nicht gegenseitig behindern. Also ich würde die im Zweifel würde ich Nährstoffe immer mit einer kleinen Mahlzeit aufnehmen, dann hat man dieses Problem nicht. Es wird da voll die Wissenschaft draus gemacht. Es ist alles kein Problem, wenn man es mit einer Mahlzeit kombiniert. So ein Stück Rinderleber zum Beispiel enthält so ziemlich alle Nährstoffe, die es gibt. Alles in einem super Lebensmittel. Und ich denke mir, die Natur würde das nicht machen, wenn unser Körper es nicht aufnehmen könnte. Ja. Deswegen, das ist so die einfachste Faustregel überhaupt zu Nahrungsergänzungsmitteln. Nehmt es zusammen mit einer Mahlzeit auf
Und dann macht euch nicht so den Kopf, was mit was kombiniert man nicht machen. Nee, es ist wirklich egal. In der Natur kommt immer alles in Kombination vor. Deswegen nehmt die Nährstoffe oder Nahrungsergänzungen mit einer kleinen Mahlzeit auf, dann habt ihr das Problem nicht. Cool. Schöne Antwort. Ihr Lieben, ich würde sagen, Martin, wir machen noch 10 Minuten, weil sonst sitzen wir hier morgen noch. Deine Frau ist auch im Chat dabei. Die liebe Maxi ist auch beim Kongress vertreten von Hello Perfect. Hey, oder sie will dich zum Rotweinfest locken wahrscheinlich. Wird zu spät. Aber schaut euch ruhig auch das Interview von Maxi an zum Thema Perfektionismus. Super Sache. Ich muss mal gerade mal meinen Strom anstecken. Ich dachte, du hast dich jetzt schnell verabschiedet. Oh, meine Frau sieht mich, ich muss schnell. Nein. Svetlana hat gefragt, welche Nahrungsergänzungsmittel würdet ihr empfehlen? Liebe Svetlana, am besten die, die deinem Körper fehlen, also am besten auf Basis eines Bluttests schauen, was dir fehlt. Das wäre jetzt die freche Antwort. Ansonsten auf jeden Fall die Basis-Supplements, Vitamin D, also Basisergänzung Vitamin D, Omega-3, gutes Magnesium, vielleicht noch irgendeinen guten Pflanzenstoff, Kurkumin etc. Da sind aber auch beim Kongress einiges vertreten an Tipps. Martin ist auch noch da, perfekt. Ich hoffe, das reicht zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, Svetlana. Wirklich die Basics, die ich gesagt hatte, ein gutes Multi vielleicht noch dazu. Bibababub. Ansonsten halt abhängig von der Zielsetzung. Also was ist gerade mein gesundheitliches Ziel? Will ich meine Verdauung fördern? Will ich abnehmen? Will ich mehr Konzentration? Und für jedes Ziel gibt es auch ein Hilfsmittel aus der Natur oder Nährstoff, der da hilft. Ja. Ja. Gibt Martin, haben wir eine Tabelle? Das war Kirsten. Welche NEMS eine Wechselwirkung miteinander haben? Hatten wir sowas mal erarbeitet? Nee. Weil eben ich der Meinung bin, mit einer Mahlzeit. Ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, wo ich auch auf ein paar solche Kombinationen eingegangen bin. Ich suche dir mal raus, den Artikel. Ja, mach mal. Können wir dann hier reinstellen. Ja, aber ihr Lieben, wir freuen uns super auch über das Feedback hier, über alles. Danke etc. Super cool, dass ihr auch noch so zahlreich überall vertreten sind. Wie gesagt, nur falls ihr euch wundert, warum wir von den Fragen springen, wir sind auf YouTube, Instagram und auf Facebook. Wenn ihr denkt, ihr zu spät jetzt eingeschaltet habt, das Interview ist dann übermorgen auch nochmal sichtbar im Kongressraum, dann quasi an Tag 4 oder schon morgen, je nachdem, wie schnell wir da sind. Da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Die Frage war von Kirsten mit den Kombinationen. Der Artikel heißt. Hast du jetzt in den Zoom-Chat gestellt, Martin? Hier ist es auch nochmal eingestellt. Ja, war schnell einfach gesund, einfach nach wann Nahrungsergänzungen einnehmen, suchen. Dann kommt der Artikel. Ja. Ja, der ist gut. Martin, das würde ich auch nochmal an dich fragen von Petra. Der TMAO-Spiegel. Sollte dieser niedrig gehalten werden, muss Fleisch, Eier etc. reduziert oder gemieden werden? Also TMAO ist ein Stoff, den unsere Darmflora bildet aus Carnitin und aus Cholin, aus unserer Nahrung. Und wenn der TMAO-Spiegel hoch ist, dann deutet das eher auf eine Dickdarmfehlbesiedlung hin, weil eine gesunde Darmflora bildet diesen Stoff nicht. Und das ist mal wieder ein Beispiel für, wie das in den Medien dann falsch dargestellt wird. Wenn der TMAO-Spiegel erhöht ist, ist das kein Zeichen dafür, dass man sich vegan ernähren sollte, sondern dass man mal eine Darmsanierung machen sollte. Kein Naturvolk und kein Mensch dieser Welt muss vegetarisch oder vegan leben, wenn er oder sie nicht möchte. Deswegen würde ich mehr auf die Darmflora achten, weil eine gesunde Darmflora bildet TMAO nicht. Das ist so meine Meinung dazu. Und wenn es überhaupt nicht geht, klar, würde ich mal mehr auf Qualität achten im tierischen Lebensmitteln. Aber ich würde mich da nicht verrückt machen und eher mal beim Darm angreifen. Darm hat man halt oft. Ja. Darm ist die Grundlage.
Hier wieder viele Dankes in den Chat, ihr Lieben. Sehr cool. Wir gehen jetzt in den Endspurt. Also, wenn ihr Fragen habt, dann nutzt jetzt noch die Chance, haut es raus. Ansonsten beantworten wir das auch gern im Nachgang. Ihr findet uns auch bei schnell-einfach-gesund.de, das hat man schon gesagt. Ihr findet uns aber auch auf Instagram unter Martin Auswald und unter Martin Krowicki. Da könnt ihr uns gerne auch folgen. Wir teilen da auch immer mal so ein paar Insights, persönliche Tipps. Da findet ihr uns überall. Noch, ich habe noch einen Gedanken, weil es viele Fragen so kamen wie was mit wann und in welcher Dosierung kombinieren. Ich beobachte das sehr häufig, gerade bei so Leuten, die alles richtig machen wollen oder die alles, die viel optimieren wollen, was löblich ist. Aber ich beobachte das zu oft, dass sie sich damit künstlich unter Druck setzen und dass das am Ende eine Art von Perfektionismus ist. Ja. Dass sie es so richtig und so perfekt machen wollen, dass sie am Ende sich nur selber verwirren, wie bei Pokémon, hat sich selbst verletzt. und dass einem das auch von der Umsetzung abhalten kann. Also ich würde da echt empfehlen, mal das Interview mit der Maxi anzugucken, weil das Thema Perfektionismus auch im Gesundheits- und im Optimierungsbereich noch zu wenig angesprochen wird. Und dass da wichtig ist, mit einer entspannten Grundeinstellung reinzugehen an das Thema. Ja, das ist einfach so eine Beobachtung, die ich da sehr oft habe. Ich kenne das auch aus meiner Anfangszeit, sage ich mal, wenn man so mit angefangen hat, an sich selber rum zu doktern, Nahrungsergänzung zu nehmen, Ernährung zu planen, Sport zu machen. Das artet ganz schnell in Perfektionismus aus. Also es ist gut, dass du das mal sagst. Ich denke gerade auch viele, die damit anfangen, die auch vielleicht eine Leidensgeschichte haben und so ein Stück weit auch dann Angst mit reinspielt, dass man irgendwas falsch macht. Das passt, ja. Ihr hört nicht auf mit Fragen. Svetlana fragt, habe einen Immundefekt mit Antikörpermangel IgG, IgM und IgA, also sehr viel Antikörpermangel, chronische Hepatitis B. Deshalb habe ich nach Nahrungsergänzungsmittel gefragt. Okay. Womit anfangen und wo zuerst Wert drauf legen? Also der wichtigste Grundstoff für die Antikörperbildung sind Proteine. Die müssen aus der Körper oder das Immunsystem bekommt erst ausreichend Bausubstanz für die Antikörperbildung, wenn ausreichend Proteine im System sind. Und die wichtigsten Kofaktoren bei der Antikörperbildung, und wenn unser Gesundheitsminister zuhört, also es ist nicht die Menge der Impfungen, die die Antikörpertitel bestimmt, sondern die Versorgung mit Vitamin A, Vitamin D und Zink. Weil erst wenn der Körper diese drei Faktoren ausreichend hat, erst dann geht die Antikörperbildung exponentiell nach oben. Und das sind auch vor allem Vitamin A und D ganz häufige Mangelnährstoffe. Und in 80% der Fälle reicht es, mehr Protein, vor allem Molkenprotein enthält die wichtigsten Aminosäuren für die Antikörperbildung, und das sind Cystein und Lysin. Ein guter Molkeproteinshake, ansonsten Vitamin A, D und Zink. Und das löst in den meisten Fällen das Problem. Ansonsten ja, es ist Cordyceps ziemlich gut, um die Antikörperproduktion anzuheizen. Ich komme zu viel auf die Heilpilze zurück, aber ich bin echt ein Riesenfan davon. Besser als Impfstoffe zu empfehlen. Hast du nicht gesagt? lieber Carly. Ja. ja. So. Die Gefahr steigt, dass wir abdriften in das große böse Thema. Okay, zwei Fragen noch, okay? Katrin fragt, welche Supplemente, SUP, ja, meinst du wahrscheinlich, sollte ich nehmen, um die Gewichtsabnahme zu unterstützen? Eine schöne Frage. Martin? Oh, die Frage ist gut. So die Grundlage, damit der Stoffwechsel gut funktioniert, sind Magnesium, B-Vitamin und Omega-3. Die können nie schaden. Und ansonsten, um in die Richtung Abnehmen und Gewichtsverlust zu gehen, bin ich ein großer Fan von essentiellen Aminosäuren. 10, 20 Gramm am Tag.
Sättigen, lindern Heißhunger, regen Stoffwechsel an und vermindern auch unseren allgemeinen Essensbedarf. So 3 Gramm L-Carnitin am Tag sind auch super, um vor allem die metabolische Flexibilität zu erhöhen. Also, dass mein Körper, egal ob ich jetzt Proteine, Kohlenhydrate oder Fette esse, dass mein Körper einfach auch zwischen Fett und Kohlenhydraten hin und her switchen kann. Und Carnitin erhöht einfach auch die Fettverbrennungsrate immens. Das sind so die einfachen Sachen, mit denen ich loslegen würde. Und Cordyceps erfahrungsgemäß lindert auch den Heißhunger und erhöht den Kalorienverbrauch. Ja, auf die wichtigsten Basics würde ich mich konzentrieren. Ja, perfekt. Okay. Mir ist warm, ich glaube, wir haben es geschafft, alle Fragen zu handeln. Wirklich? Ich hoffe. nee, leider nicht. Ein Chat vergessen hier. Es ist super cool, schreibt Maria. Wieder mal super danke. Ute schreibt Dankeschön. Sandra schreibt, hat mehrmals schon Danke geschrieben. Ganz, ganz viele Danke, Herzen überall. Danke, ihr Lieben. Das ist auch für dich als Feedback, Martin, weil du, glaube ich, die ganzen Chats hier gar nicht siehst. Super cool. Außer der Karl, der hat einen bösen Teufels-Smiley geschickt. Nein, Quatsch. okay, letzte Frage jetzt. Wie viel Vitamin A darf man täglich einnehmen? Nochmal von Sandra. Ich bin gedanklich bei 3000 internationale Einheiten. Also. Ja, also 3.000 bis 5.000 Einheiten am Tag sind voll in Ordnung. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja. Ja. Also ich nehme jeden Tag 5.000. Ja. Ansonsten, wer einmal die Woche Leber isst, in einer Portion Leber sind so, ich glaube, 30.000 Einheiten drin. Das reicht für eine Woche. Ansonsten, ich komme aktuell nicht an Leber, leider. Gibt es in Kroatien leider nichts im Verkauf. Was? Nein, 5.000 Einheiten. Also 3.000 bis 5.000 Einheiten reicht. Also 3.000 bis 5.000 Einheiten am Tag in Leber, umgerechnet 100 Gramm in der Woche und in Karotten umgerechnet 1 Kilo Karotten am Tag. Sehr viele Karotten, ja. Sehr viele Karotten. Ja. Ich glaube, 4 Kilo Karotten entspricht dem Wochenbedarf, aber viele Menschen haben so eine genetische Varianz, dass sie das Beta-Carotin gar nicht aktivieren können. Also lieber direkt zu Leber oder reinem Vitamin A greifen. Und ich nerv Victilabs schon sehr lange, dass die auch mal Vitamin A rausbringen. Ja. Vielleicht hört mich ja jetzt mal jemand. wir haben ja den Einfluss gerade, ne? Ja. So, ihr lieben Zuschauer über alle Kanäle, wir haben schon gesagt, wir finden so langsam ein Ende. Es macht mega Spaß, es macht super süchtig. Ich würde ja auch gerne noch eine Weile mit euch stehen. Aber wie gesagt, schaut in den Kongress rein. Ganz viele Themen, die wir jetzt angerissen haben, werden nochmal behandelt von allen super Experten. Bitte, wenn euch auch die Fragerunde gefallen hat, teilt den Kongress. Da könnt ihr noch immer an Bord kommen. Wir haben jede Menge Überraschungen auch an Bord. Wenn ihr sagt, ihr habt zu wenig Zeit, dann nutzt den Kongress Premium-Zugang. Auch den gibt es heute noch im Frühbucherpaket. Da könnt ihr den immer noch sichern. Das ist ein super Angebot. Mit ganz, ganz vielen Boni auch dazu, kleineren E-Books von den Experten. Ihr könnt alles dann auch per Audiodatei etc. hören, sodass wir uns freuen, wenn ihr da den Kongress empfehlt und einfach dabei seid, in die Facebook-Gruppe mitkommt zum Energie- und Lebensfreude-Kongress. Und genau, schaut bei Schnell einfach gesund vorbei, da seht ihr Martin und Martin und viele andere aus unserem Team, Maxi, Moritz und Co. noch so. Und dann danke euch nochmal für die viele Wertschätzung jetzt auch hier nochmal. Ach, Tanja hat unseren Humor gelobt, Martin. Was? Gibt's ja nicht. Wundervoll. Danke, Tanja. Sehr lieb. Und ganz viel Danke von Steffi, Markus, Petra. Lydia schickt ein Herzchen. Es ist ja auch nicht deine letzte Live-Fragerunde hier bei diesem Kongress. Das ist das Schöne. Es gibt ja immer noch eine. Weiß ich gar nicht, aber ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da muss ich ja noch jemanden einladen, sonst müsst ihr alleine mit mir vorlieb nehmen. Ja, aber wenn ihr da eine Idee habt, schreibt sie gerne mit rein, wenn man noch einladen soll.
Da finden wir auf jeden Fall einen Weg. Ansonsten machen wir zwar auch immer mal Webinare zusammen mit Live-Fragerunden danach. Also wer mehr Martin hören will, wird es bekommen, wenn er möchte. Oder sie. Oh, schön. Ihr Lieben, weitere Fragen dann, wie gesagt, gerne an uns zwei persönlich, an Martin Auswald oder an Martin Krobig hier an mich. Dann beantworten wir die Fragen da auch gerne oder in der Facebook-Gruppe. Jetzt fange ich langsam an, mich zu wiederholen, ihr Lieben. Macht euch einen schönen Abend. Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dabei warst. Und hast du noch ein Wort zum Sonntag, zum Schluss? Hey, einfach auch danke an dich, lieber Martin, für den tollen Kongress und die Möglichkeit. Danke an die ganzen Zuschauer auch für eure Zeit, hier Samstagabend Primetime mit uns ein bisschen Zeit zu verbringen. Ja. Und viel Spaß noch beim Kongress einfach, ja. Macht's gut. So machen wir es. Danke, Martin. Ciao. Ciao.